und spectaten einfach mal so eine random Squad-Runde. Ist ja so das, was die meisten wahrscheinlich spielen, wenn man jetzt nicht gerade allein spielt, aber das ist so das Ding. So, ich bin gespannt, was wir jetzt so sehen werden. Ich glaube, wir werden eine wilde Mischung aus Spielern sehen, die halt wirklich Squads sind, sehr stacked spielen, aus Leuten, die frustriert sind, weil es keine Solo-Playlist ist und dann irgendwie krampfhaft Rebirth spielen wollen und deswegen die Squad-Playlist suchen, mit Auffüllen wahrscheinlich. Und ja, wir werden sehr viel D-Tier sehen, glaube ich. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was wir jetzt so sehen. GG's, schade, machst du nix. Und der erste ist schon down. So, was haben wir hier? Wir schauen Your Daughter zu. Zusammen mit Your Children und Your Ma'am und Your Nan. Sieht nach einem Squad aus, weil ich zusammenspiele auf jeden Fall. So, die Jungs fighten hier unten, beziehungsweise oben bei Bio. Und ja, mal gucken, was wir jetzt so sehen. Was haben wir hier noch? Your Ma'am. Your Children. Okay, mit dem Clan-Tag zusammen ist es jetzt vielleicht nicht so cool in der Kombination, sage ich ehrlich, aber wir distanzieren uns. Oh, yes. Und er ist vom D-Tier gelasert worden. Irgendwo, irgendjemand hat ihn. Der Mate lässt ihn sterben. Schade, doch nicht. Das sieht nicht so gut aus für die Jungs, aber sie sind auch sehr, sehr stacked. Drei Leute auf einem Punkt. Ich glaube, das ist so dieses Standard-Ding. So, Grün ist am Pushen. Wir gucken, was Grün macht. Grün ist am Full rein sweaten hier und ist tot. Champions. Wait. Und irgendjemand macht eine Nuke in der Runde. Irgendjemand geht hier auf die Nuke. Ja. Der Mann macht sogar gut eigentlich. Er 1v40 einfach. Da hat er aber üble Stacker wieder an sich. Aber er macht's gut, er macht's gut. Schade. Schade, schade, schade. So, was machen die anderen? Das Ding ist, wir werden wahrscheinlich relativ viel diesem einen Team zuschauen. Das ist das Problem. Ich würde auch gerne solo spectaten, aber wie gesagt, das geht nicht. Wo sind die Jungs hier? Die machen hier erstmal Automatenspiele. Holen sich hier den ganzen Stuff. Okay. Ja, wie gesagt, das habe ich gar nicht so wirklich bedacht, dass wir wahrscheinlich, wenn die nicht alle Full Dead gehen am Anfang, werden wir wahrscheinlich nur den zuschauen, weil meistens immer natürlich einer überlebt. Aber ich glaube, wir haben einen relativ interessanten Squad hier. Mit bodenlosen Clan-Tags in Kombination mit dem Namen. Hier wird gesniped. Okay, jetzt sind die Jungs im klassischen Squad-Modus. Der Grün, sage ich aber, Chat, Grün ist der Draufgänger von dem Squad hier. Der ist komplett alleine am Pushen die ganze Zeit. Der ist der Einzige, der sich irgendwie vortrauft die ganze Zeit und die anderen Leute pusht. Und das andere, die anderen drei sind irgendwie gefühlt meistens, wenn es irgendwie in die Fights geht. Nein, er will die Zipline nehmen. Ein bisschen stacked, wie man es halt kennt. Komm jetzt. Jawohl, wichtig. Macht er gut. Wieder aufs Dach. Ja, auch wichtig da. Präsenz zeigen gegenüber dem Heli. Ja, ist das ein Kill? Ja, er wird es gecallt haben. Grün weiß Bescheid. Grün wird ihn auch pushen. Links, links. Einer ist down. Und ist gefinished. Schade. So, mal gucken, was die anderen machen. Die werden wahrscheinlich ihren Mate rächen wollen. Ich bin gespannt. Es ist ja Loadout ist gedroppt. Was die Jungs für ein Loadout haben. Eigentlich weiß ich, ich will es nicht aussprechen, aber ich weiß es wahrscheinlich schon, was die Jungs alle für Loadout spielen wahrscheinlich. Es gibt eigentlich nur drei Waffen, die so wirklich in Frage kommen. Sehr wahrscheinlich. So, Your Mom. Gut am Snipen hier, trifft nicht so viel. Wir gucken wieder. Children, Green ist wieder am Pushen. Das scheint der Öler aus dem Team zu sein. Ist glaube ich hier auch die. Ah, da wird um die Ecke gepiekt. Ja, er ist wahrscheinlich gleich sogar letzter Überlebender, wenn es beim. Okay, doch nicht, aber meint. Der Mann, ja, er hat seine Loadout-Waffen. Mich wundert's nicht so wirklich. Static
plus D-Tier. Hat mich nicht so ganz gewundert, actually. Er sieht ihn. Das Einzige, was jetzt halt noch gefehlt hätte auf Close Range, was wir auch auf jeden Fall sehen werden, denke ich, ist die... Viel Spaß, 12 Shotgun. Shotgun Akimbos. Ja, ich glaube, Grün ist, glaube ich, so ein bisschen der... Der Macher aus dem Team, der Sweater. Die anderen sind so ein bisschen... Bisschen mehr casual unterwegs, aber Grün ist schon so der... Der Öler. Der macht das. 6 Kills, sieht man? Wie, nee, man kann es gar nicht sehen, wie viele Kills die alle haben. Können hier so gucken, 1 Kill. Da ist schon die Shotgun, 1 Kill. 3 Kills auch, auch Sweater. Aber Green ist der... Der E-Sportler. Er könnte auch einfach die Loaded-Waffen markieren, die am Boden liegen. Aber macht er nicht. Ja, ja, close, close, aber macht er gut. Er hat auch eine, ich weiß auch nicht, ob das sein Aesthetic ist. Sehr wahrscheinlich, vielleicht hat er eine Kiste gefunden, aber es sieht nicht nach einer klassischen Aesthetic aus. Aber es ist eine Nuke-Camo drauf. Ja, ich glaube, der Mann hat Ahnung. Oder? Ich weiß es nicht. Jetzt hat er doch ich weiß nicht, was er gemacht hat. Okay, Loaded wird sehr, sehr interessant. Was hat er jetzt? Steht hier ohne Mündung. Auch interessant. So, wir gucken mal den anderen hier zu. Auf dem Dach ist Action. Mit der K98 hier. Ja. Das hat weh. Der sniped hat wirklich weh. Prezi. Er läuft genau in den Prezi. Schöner Snipe. Wichtig. Macht er gut. Macht er clever. Das Ding ist, die Jungs mit ein bisschen mehr Cash, ein, zwei Kisten, oder sind auf jeden Fall noch Kisten, könnten die auf jeden Fall Lodi kaufen. Beziehungsweise, ich glaube, nee. Okay, Green geht wieder rein. Wir gucken zu. Lass mich zu Green. Green ist der Anker. Der hält die Jungs wirklich killmäßig im Spiel. Jetzt geht's los. One down. Akimbo Shotgun. Ich habe heute drei, vier Runden gespielt und ich habe noch keinen einzigen Tod durch die Akimbo Shotgun. Jetzt habe ich es gejinxt, aber bis jetzt können wir uns glücklich schätzen. Oh, es geht ab. Blau wird auch gepusht. Blau wird auch gepusht von Akimbo Shotguns. Das Ding ist, auf Close Range, du machst nichts gegen diese Akimbos. Es ist wirklich, es ist frech. Aber das Ding ist auch, also da sind jetzt schon ein paar Loadouts vom Boden aufgehoben worden so und man sieht halt nur dieselben Waffen. Ich weiß, es ist Ende Warzone, es wird nicht mehr so lange so sein, aber es ist schon ein bisschen, schon ein bisschen viel so, sage ich. Da ist der Mann mit der Akimbo. Push ihn lieber nicht, Bro. Der Mate ist von der... Green ist wieder am Pushen, oder? Ja, Green down. Was machen die anderen? Beide resten ihn. Ach, das, oh, er ist auch tot, er ist auch tot. Oh, oh, und die Nuke. Ich hab's vergessen, hier wird ja eine Nuke gemacht, so random einfach. Meint ihr, die werden die Nuke machen, Chat? Hab ich ja ganz vergessen, ich würde gerne dem Nuke-Team hier zuschauen. Oh, die Armen, die sind halt auch ein bisschen... Bisschen arm dran jetzt. Ja, eigentlich wollte ich so ein bisschen Variation reinbringen, hier was Spectating angeht, aber jetzt haben wir nur ein Team, weil die halt nicht sterben. Komm, ihr habt den Jungs. Jawohl, geht hier Freekill, wichtig. Richtig, wichtig. So. Okay, Nuke. Nuke, Nuke, Nuke. Ich bin gespannt, ob die das wirklich schaffen. Was haben wir hier für ein Team drin? Man sieht es gar nicht so wirklich. Das Sweater-Team.
So, Green wieder. Jetzt haben sie auch die Shotguns ausgepackt. Green wieder. Relativ weit vorne. Die anderen, man sieht es, diese anderen sind wirklich klassische Squad-Spieler, die halt wirklich stacken. Und Green ist so ein bisschen der Macher. Zieht sich hier den Loadout. Jetzt bin ich gespannt. Was hat er hier? Static Movement. Static, absolut. Und ein Date hier mit. Aber mit. Nicht der klassischen Mündung. Er hat die Mündung, die damals komplett broken war mit dem Rückschuss. Aber wie heißt die Mündung, Chat, von der DT? Wisst ihr das? Man sieht es gleich nochmal. Oh, wie hieß das Teil? Oh, wechsel die Waffe, Bro. Please. Oh, oh, sie werden gepusht. Jetzt kracht es gleich. Okay, wir gucken Green zu. Ist wahrscheinlich der... Ja, wenig Rück. Also es ist eigentlich unnötig, den Aufsatz zu spielen. Jetzt kauft er einen Prezi, oder? Oh, nein, nein. Tja, ich weiß, was er machen wollte. Er wird hinter die kommen. Er macht das wirklich gut. Ich glaube, Nuke ist by the way over. Oder ist das das Team, was oben drauf ist? Ja, macht er gut. Macht er gut. Das Team lebt halt wirklich auch noch komplett lange. Jetzt ist er tot. Top Prison wird ihn gleich nehmen. So, wir gucken den Mate an. Shotguns. Es ist wirklich krank. D-Tier und Shotgun, das ist wild. Ah, es tut weh. Green wird ihn abschrauben, wichtig. Und Green macht's gut. Green macht sehr gut. Ja. Green, du musst runter. Mach ganz ruhig. Er hält sich hinter dir. No way. Da lag eine Flare. Ist das bitter. Ah, unlucky. Green hat's gut gemacht und wir sehen das nächste Team. Das 4 gegen 1. Und also so wie die Jungs hier stacked sind, so kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass sie die ganze Zeit so gespielt haben. Chuck BFB-Mündung meine ich genau. Guckt euch das an hier. Sind auch alles Sweater, wie es aussieht hier. Also es kann natürlich auch sein, dass sie auf Nuke gehen, was ja fein ist, aber es ist crazy. Ich bleib dabei, Chat. Nuke auf Rebirth Island ist einfach nur Quatsch. Nuke auf Rebirth Island ist Quatsch, weil... Es zerstört diesen Spielflow. Die Frage ist, wo ist der andere? Wo ist er? Wait, die haben eigentlich überall geschaut. Wo ist dieser Typ? No way, imagine Chat, er glitscht. Das macht er. Schade, GG's. GG's, ja, das ist Warzone Rebirth Island Squads am Sonntagabend. Ich glaube, es sagt auch viel aus, dass wir ein Team die ganze Zeit gesehen haben, wie defensiv die alle gespielt haben, bis auf einen. Das Team auch full stacked. Komplett. Es ist crazy. Es ist crazy. Plus, wie gesagt, die Meta ist. Es ist insane. D-Tier plus Static plus die Shotguns auf Close Range, es ist krank. Aber das ist halt, das ist die Wahrheit aktuell. Das ist Rebirth Island.